Das wird viele Dislikes geben. Also zu Beginn. Dieses Video wird kein Zerstörungsvideo werden. Wir werden uns angucken, welche Kritikpunkte gibt es gegen Creepfan und sind diese gerechtfertigt oder eben nicht. Also, bevor ihr der Erste schon einen Kommentar schreibt, schaut das Video bitte zum Schluss an, um den gesamten Zusammenhang zu verstehen. Es geht mir nicht darum, Creepfan schlecht darzustellen. Im Gegenteil, in diesem Video werden wir uns die Unterstellungen angucken, die nicht nur zweifelbar sind, sondern gar gelogen. Also, wir gucken uns zuerst an, welche Kritikpunkte gibt es gegen Creepfan und welche sind unrechtfertigt. Und zweitens, gibt es Kritikpunkte, die man vielleicht ansprechen sollte. Doch bevor das Ganze hier in ein Chaos endet, werden wir das alles hier systematisch durchgehen. Das bedeutet, wir gehen Schritt für Schritt durch und werden jede Aussage natürlich mit einer Quelle belegen. Denn einfach nur etwas zu sagen, kann ja jeder. Also, alle Quellen sind in der Infobox verlinkt und werden auch in dem passenden Moment hier eingeblendet. Doch bevor wir anfangen, sollten wir vielleicht erstmal gucken, wer ist Creepfan überhaupt? Er ist einer der größten YouTuber Deutschlands und ist seit 2013 dabei. Das bedeutet, er ist ein echtes Urgestein des Yu-Gi-Ohs. Er hat derzeit 48.000 bis 49.000 Abos und macht dabei 500.000 Aufrufe im Monat. Also, damit ist alles erklärt und wir können anfangen. Zunächst gucken wir uns an, was ihm vorgeworfen wird und gehen dann Stück für Stück einzeln diese Punkte durch. Kommen wir zum ersten Punkt. Er macht schlechte Videos und gibt sich allgemein keine Mühe. Zweitens, er macht allgemein sehr viele Fehler in seinen Videos. Drittens, er klaut ab und an mal Content. Viertens, er hat eh keine Ideen mehr und macht einfach immer wieder das Gleiche. Fünftens, er ist natürlich geldgeil. Und sechstens, er streckt deswegen natürlich seine Videos auf 10 Minuten. Beim siebten Punkt wird ihm unterstellt, dass er gar keine Ahnung hat. Beim achten Punkt geht es darum, dass er angeblich kritikunfähig sei. Und beim neunten Punkt geht es darum, dass er seine Community nicht gut behandelt. So. Das sind die Stichpunkte und diese werden wir jetzt Stück für Stück durchgehen. Des Öfteren tauchen Kommentare auf, die ihm unterstellen, dass seine Videos schlecht sind oder er sich ihm keine Mühe gibt. Manchmal sogar Videos. Doch ab wann ist ein Video überhaupt schlecht? Da gibt es natürlich zum einen die technischen Faktoren und natürlich die inhaltlichen Faktoren. Bei den technischen Faktoren ist es halt der Rahmen, also Bild und Ton und Schnitt etc. Und die andere Seite ist natürlich einfach der Inhalt. Doch wenn wir uns jetzt einfach irgendein Video von Creepfan schnappen und das Video angucken, sehen wir Folgendes. Den Effekt. Biete ein finsternes Monster mit 1000 oder weniger ATK als Tribut an. Wir sehen hier ein klares Bild und auch der Text ist sehr gut lesbar. Auch der Ton ist sehr gut. Man hört kein Rauschen oder Übersteuerung. Und im Hintergrund hört man eine Musik, die nicht zu laut ist, aber auch nicht zu leise. Eben das ganze Video nochmal schön untermalt. Natürlich kann ein Video auch schlechter werden durch den Schnitt. Doch er selber schneidet so gut wie gar nicht und wenn eher nur im Ton. Daher ist dies auch kein Problem in seinen Videos. Ich kann einfach nicht verstehen, wie jemand behaupten kann, dass seine Videos schlecht produziert sind. Man kann halten, was man von ihm will, aber seine Videos sind sehr professionell gemacht und jeder sollte sich an dieser Qualität ein Beispiel nehmen. Kommen wir zum inhaltlichen Part. Hier findet man das Video inhaltlich schlecht. Jedoch sollte man, wenn man so eine Kritik anbringt, gleich schreiben, warum. Also man schreibt zum Beispiel, das Video ist schlecht, weil. Eben mit Belegen oder ähnlichen Arbeiten. Denn einfach etwas zum Raum zu stellen, kann ja jeder. Doch kommen wir jetzt auch zum Inhalt. Zunächst einmal, ich will hier nicht so tief reingehen, da wir später nochmal einen Punkt dazu haben und dann genauer eben auf den Inhalt dieser Videos eingehen. Er macht öfters Videos, wo er einfach Karten vorliest oder eben einfach eine Combo erklärt oder wo er neuen Support vorstellt. Öfter stellt er auch einfach mal eine einzelne Karte vor, eben ein Bossmonster. Bei all diesen Videoformaten kann man nicht sagen, dass er etwas falsch macht, denn er liest einfach diese Karte vor. Also kann er faktisch nichts falsch machen. Man kann jetzt natürlich höchstens sagen, dass das Video langweilig ist oder nicht interessant findet oder ähnliches, aber das alles ist eher subjektiv und eben deine Meinung. Jeder sieht das anders. Es gibt immer irgendwen im Internet, denen deine Videos nicht gefallen werden oder jemanden, der dein Video langweilig finden wird. Dies als Kritik anzubringen, ist einfach fehl am Platz. Hierbei kann man auf jeden Fall sagen, dass das Video an sich nicht schlecht ist, sondern eben einfach nicht dein Geschmack. Und zu dem Aspekt, dass er sich ja keine Mühe gibt. Unter Mühe versteht man generell umgangssprachlich zeitaufreibender Arbeitsaufwand. Und hier frage ich mich gleich, wie kann jemand so etwas überbehaupten? Allein den hohen Standard, den Creepfan hat, macht dieses Argument zunichte. Er macht passende Thumbnails, er macht passende Titel, er schneidet Musik drunter und ebenfalls blendet er noch die Karten ein. Und das nicht irgendwie in einem Video, nein. Dies macht er bei all seinen Formaten und Videos. Außerdem lädt er ja sehr viele Videos hoch und macht es eben bei all seinen Videos. Also, hier davon zu reden, dass er sich keine Mühe gibt, kann man einfach nicht sagen. Und falls jetzt jemand hier kommt,
Ja, aber er bearbeitet seine Videos simpel und das kann ja eh jeder machen. Dennoch muss er es bei jedem Video machen und muss sich dementsprechend überlegen, wie er den Titel wählt oder wie er Thumbnail passend gestaltet. Und selbst wenn du nach Muster X vorgehst, musst du eben dies bei all deinen Videos machen. Also kann man abschließend sagen, wer hier behauptet, dass er sich keine Mühe gibt, hat entweder seine Videos nicht zu Ende geguckt oder will einfach nur haten. So, das war der erste Punkt, kommen wir zum zweiten. Fangen wir an. Kurze Zusammenfassung. Macht er Fehler? Ja. Ist das schlimm? Nein. Aber gucken wir uns das Ganze mal im Detail an. Welche Fehler hat er denn in der Vergangenheit schon bereits bei seinen Videos so gemacht? Er sagte zum Beispiel in seinem letzten Video Folgendes. So, aber jetzt gehen einige Karten auf 1 und da beginnen wir zunächst mal mit einigen verbotenen Karten. Und zwar haben wir erstmal Astrograph Zauberer. Natürlich wissen wir, dass Astrograph nicht zurückgekommen ist, sondern Doppel-Iris. Dies hat er später dann auch nochmal in den Kommentar korrigiert. Aber natürlich ganz klar ein Fehler. Kommen wir zum zweiten Fehler, der mir aufgefallen ist. Und zwar gucken wir uns mal das Video an. Top 10 Finsternismonster. Hier hat er auf Platz 5 folgende Karte gepackt. Und zwar Nightmare Phoenix. Dieser blendet er zum passenden Moment ein. Und dort sieht man ganz klar, dass Nightmare Phoenix eben kein Dark Monster ist, sondern eben ein Feuermonster. Auch hier ein weiterer Fehler. Auch dies korrigierte er später in einem Kommentar, aber auch hier natürlich ganz klar ein Fehler. Ein kleiner, aber feiner Fehler ist, als er ein Video vorproduziert hatte. Dort hatte er im Video selber Folgendes gesagt. Wir haben bereits September. Es ist sogar bereits der 9. Aber dieses Video hatte er selber bereits am 6.9. hochgeladen. Das heißt, das Datum war falsch und auch hier wieder ein kleiner Fehler. Kommen wir zu den nächsten Fehlern. Und zwar bei einem anderen Video hatte er im Video Folgendes gesagt. Ich wollte einfach mal ein Video haben, wo ich wirklich über alle Töpfe und alle Krüge gleichzeitig reden kann. In dem Video selber kamen 20 Töpfe und Krüge vor. Jedoch gibt es zu dem Zeitpunkt des Videos insgesamt 27 solcher Karten. Jedoch, wenn man nur die TCG-Karten nimmt, 25. Das bedeutet also, dass er 5 Karten hier einfach eiskalt ausgelassen hat. Natürlich muss man erwähnen, dass die Karten sehr schlecht sind und einfach nicht relevant sind und man braucht nicht drüber reden. Jedoch die Aussage, dass er hier alle Töpfe und Krüge behandelt, ist einfach faktisch falsch. Und natürlich gibt es auch noch Fehler, die mir jetzt vielleicht nicht aufgefallen sind. Jedoch fällt auf, dass es immer eher nur kleinere Fehler sind, beziehungsweise nur kleine Teile des Videos. Wenn wir jetzt jedoch das ganze Video als fehlerhaft betrachten, dann muss man hier die Quote angucken. Er hat bereits über 2490 Videos hoch geladen. Und selbst wenn 25 Videos davon fehlerhaft sind, sind das immer noch gerade mal 1%. Mal ehrlich, wir alle sind Menschen und machen mal Fehler. Und ich meine, selbst wenn er 5% fehlerhafte Videos hätte, ist das nicht wirklich viel. Und von diesen 5% ist er noch meilenweit entfernt. Also auch dieser Vorwurf ist haltlos. Natürlich macht er ab und an mal Fehler, aber ey, wir alle machen mal Fehler. Und insgesamt macht er sehr, sehr wenig Fehler und falls ihn einer auffällt, korrigiert er dies meist in einem Kommentar. Ich finde, das ist eine gute Variante, wie man damit umgeht und kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Ja, dass man Content klaut. Ich denke, das wurde jedem schon mal vorgeworfen. Und es leuchtet ja auch irgendwie ein. Der eine macht Top-Listen, der andere Kanal auch. Wird da nicht vielleicht geklaut? Naja, was bedeutet überhaupt Content klaut? Zunächst einmal, klauen ist für mich, wenn man 1:1 eben etwas übernimmt. Es kann sein, dass mal ein Teilelement in einem Video mit einem anderen Video übereinstimmt. Jedoch gibt es hier zwei Möglichkeiten. Erstens, es handelt sich um eine Doppelschöpfung. Das bedeutet, beide hatten diese Idee, aber wussten halt nichts voneinander. Oder die andere Variante ist, dass man halt das Video gesehen hat und sich davon inspirieren lassen hat. In diesem Zusammenhang meine ich aber nicht, dass man 1:1 die Sätze nimmt, sondern eben, dass man die Art und Weise oder vielleicht sogar den Art des Contents nimmt und eben selber macht. Das bedeutet aber nicht, dass man eben etwas klaut, sondern nur, dass man sich inspirieren lässt. Das heißt, man wendet den Content auf sich an und bringt ihn auf seine Art rüber. Doch wenn man jetzt anfängt zu recherchieren, fällt auf, dass er im Yu-Gi-Oh!-Bereich nichts Aktives klaut. Es fällt vielleicht mal auf, dass eine Deckliste hier und dort mal inspiriert wurde. Jedoch bei Decklisten, erstens gibt es eh schon überall alles und zweitens sagt er in diesem Fall gar nicht, dass die Deckliste von ihm ist, sondern dient einfach nur zur Inspiration. Gerade Decklisten ist so eine Sache im Yu-Gi-Tubing, die eh oft übernommen wird. Öfter nimmt man mal eine Gewinnerliste, um einfach eben dieses Deck zu zeigen. Also in der Szene was ganz Normales und eben nichts Besonderes. Jedoch sprach ich beim Klau extra von Yu-Gi-Oh! Videos. Guckt man nämlich seine Pokémon-Videos auf, fällt Folgendes auf. Es gibt einen englischsprachigen YouTuber, der folgende Idee hatte. Und zwar, er macht einfach mal Pokémon-Challenges. Und dies macht er auch schon sehr lange und auch sehr erfolgreich. Creepfan hatte dies wohl gesehen und dachte sich, ich probiere das Ganze auch mal.
Jedoch fällt eins sofort aus. Die erste Challenge, die dieser YouTuber eben gemacht hat, war diese. Die erste Challenge, die Creepfang gemacht hat, war diese. Genau die gleiche. Die zweite Challenge, die dann der Englischsprachige gemacht hat, war dann diese hier. Und Creepfang dachte sich, ey, das mache ich auch und hat ebenfalls diese gemacht. Allgemein fällt sehr oft auf, dass eben Pokémon und Edition sehr identisch ist zu diesen englischsprachigen YouTuber. Die Parallelen in Thumbnail und in Videos sind ganz klar erkennbar. Und hier könnte man natürlich von Klauen reden. Doch ist das wirklich so? Aus meiner Sicht ist dies nicht Klauen, sondern sich inspirieren lassen. Niemand hat ein Patent auf gewisse Formate, sei es auf Challenges, Openings, Deckprofiles oder Top 10 Listen. Jeder kann machen, was er möchte. Außerdem ist hier noch anzumerken, dass er zwar die Idee vielleicht sich von jemand anderes genommen hat, jedoch eben noch komplett alles selber durchspielt. Das heißt, er spielt das Spiel selber durch, er schneidet das Ganze, kommentiert das Ganze nach und lädt das Ganze dann hoch mit Titel, Thumbnail und ähnliches. Das heißt, er steckt hier sehr viel Arbeit rein und einfach kopieren kann man hiervon nicht reden. Außerdem hat er inzwischen auch schon andere Challenges gemacht, die dieser YouTuber eben nicht gemacht hat. Ich meine, er hat das einfach als Starthilfe genommen und sich eben, wie gesagt, inspirieren lassen. Aber ist ja auch nichts Schlimmes daran. Warum sich nicht inspirieren lassen, wenn etwas gut ist? Also, der Vorwurf, dass er Content klaut, ist ganz klar falsch. Klar lässt er sich ab und an mal inspirieren, aber mal ehrlich, hat nicht jeder YouTuber sich schon mal inspirieren lassen? Also, hier dran ist überhaupt nichts Verwerfliches oder schlimm und kommen wir zum nächsten Punkt. Ach ja, der Vorwurf, dass man keine Ideen mehr hat. Er selber sagt zu den Top-Listen Folgendes. Ich habe locker über 100 Ideen für weitere Top-Listen. Wirklich, ich habe eine Liste. Doch stimmt es? Die Frage wirkt ziemlich simpel, doch sollte man das Ganze eher differenziert betrachten. Er hat schon bereits über tausende Videos gemacht und macht weiter Videos. Also hat er doch genug Ideen, oder? Die Antwort hier drauf ist ja und nein. Ja klar gibt es immer wieder neue Sachen, über die man reden kann. Es kommt ein neues Set raus oder ein neues Deck wird Meter oder eine Combo fällt auf oder einfach die neue Verbotsliste. Da auch seine Formaten wie Toplisten oder 5 unbekannte Yu-Gi-Oh! Karten macht er immer weiter. Doch die Kritik, die man hier anbringen sollte, ist eine andere. Und da ist auch oft das Problem. Wenn man etwas kritisiert, sollte man es ganz genau sagen, was man zu kritisieren hat und warum. Die Kritik, die hier eigentlich stehen müsste, sollte folgende sein. Deine Videos verlieren inhaltlich an Bedeutung. Doch was meine ich damit eigentlich? Natürlich meine ich zunächst hier nicht alle Videos, sondern eben nur bestimmte. Doch was meine ich genau? Da dies hier der erste Kritikpunkt ist, den ich anspreche, werde ich dies natürlich auch beweisen und eben mit Beispielen untermauern. Gucken wir uns zum Beispiel sein bestes Format an, die Top 10 Listen. Natürlich fing er mit den simpelsten an. Die Top 10 Fallenkarten, Top 10 Zauberkarten, Top 10 Monsterkarten und dann Top 10 Handtraps. Doch natürlich hatte man damit schon bereits sehr viel abgedeckt. Doch dann fing man an, Unterkategorien zu machen. Zum Beispiel nimmt man dann die Unterkategorien wie zum Beispiel Synchro, Fusion oder Exit. Doch um weitere Top-Listen zu machen, muss man eben immer spezieller werden. Und so entstand zum Beispiel folgendes Video. Das ist mal mit den 10 besten Rang 10 XC-Monstern. Und es gibt auch nur 10, ja? Das heißt, wir bewerten heute quasi alle Rang 10 XC-Monster, die es jemals gab. Oder auch dieses hier. Zu den 10 besten Stufe 4 Synchro-Monstern. Und wer sich jetzt so ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt hat, wird feststellen, dass wir insgesamt nur 12 Karten haben, die in Frage kommen. Und eine davon, nämlich der Chattuga, ist leider OCG. Und deswegen stellen wir heute eine Topliste auf aus 10 Karten, wobei es nur 11 Karten gibt, die dafür in Frage kommen. Und es fällt sofort ein Fehler aus. Also, entweder kann man dieses Format irgendwann nicht mehr machen, oder es wird irgendwann so aussehen. Willkommen zu einem weiteren Top 10 Video. Heute die besten Stufe 3 Empfänger Kriegermonster. Und hey, es gibt nur 9 Stück, aber ich werde diese mal dennoch bewerten. Oder Karten werden sich in Zukunft einfach immer häufiger doppeln und so eben keine Überraschung mehr sein. Wie zum Beispiel bei folgenden 4 Videos. Zunächst einmal haben wir die 3 Videos. Und zwar Top 10 schlechteste Monsterkarten aller Zeiten, Top 10 schlechteste Zauberkarten aller Zeiten und Top 10 schlechteste Fallenkarten aller Zeiten. Und ratet mal, was dann für ein Video kam. Genau, Top 10 schlechteste Karten all time. Und welche Videos kamen in diesem Video vor? Genau, einfach die Karten aus den Videos davor. Hier wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen, wenn man die Reihenfolge andersrum gemacht hätte. Das bedeutet, man lädt erst das All-Time hoch und dann die einzelnen als umgekehrt. So wirkt das Ganze einfach, als hätte man keine Ideen mehr und würde einfach halt aus 3 Videos einen machen. Obwohl dies natürlich eher nicht der Fall ist, sondern einfach hier die Reihenfolge sehr ungünstig gewählt ist. Doch dies war ein Beispiel von seinen Top-Listen. Gucken wir uns einfach mal ein anderes Format an.
Und zwar 5 unbekannte gute Yu-Gi-Oh! Karten. Und hier ist das Ganze natürlich auch sofort klar und offensichtlich. Natürlich fängt man immer mit den besten Karten an. Das bedeutet Karten, die wirklich niemand kennt und die wirklich gut sind. Doch je öfter man dieses Format bringt, desto mehr kommt man zu Karten, die eben nicht mehr so unbekannt sind, beziehungsweise bis man bei Karten ist, die wirklich so gut wie jeder kennt. Was an diesen zwei Beispielen auf jeden Fall deutlich geworden ist, dass diese Videos eben einen normalen Zyklus haben. Das bedeutet, dieses Video sollte man nicht so oft machen oder irgendwann komplett einstellen, oder man riskiert halt, dass diese Videos immer mehr an Bedeutung verlieren, beziehungsweise Karten sich immer mehr doppeln werden. Also zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Kritikpunkt, wenn man ihn ein bisschen umschreibt, auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Geldgeil. Ja, das ist etwas, was gerade im Internet oft benutzt wird. Doch was bedeutet es eigentlich? Umgangssprachlich bedeutet es, bestrebt, so viel Geld wie möglich anzuhäufen. Zusätzlich würde ich zur Definition noch hinzufügen, dass man eben für Geld entsprechend fast alles tut. Das bedeutet, extra Maßnahmen oder Entscheidungen trifft aufgrund eben des Geldes. Doch um diese Frage zu beantworten, ob Creepfairness ist, müssen wir uns ihn natürlich etwas genauer angucken. Denn nur weil jemand auf die Zahlen achtet, ist er natürlich nicht gleich geldgeil. Dafür fangen wir ganz am Anfang an. Gleich von Beginn an waren ihm Zahlen sehr wichtig. Er setzte sich immer selber Ziele in Form von Klicks und Abonnenten und wollte diese natürlich auch erreichen. Er freute sich über steigende Klickzahlen und hat von Beginn an schon darauf geachtet, wie viele Aufrufe gewisse Videos bzw. gewisse Videoformate bekommen haben. Bis hierhin erstmal alles normal. Man versucht sich natürlich zu optimieren und guckt dementsprechend, was gut ankommt. Und dies hat sich bis heute nicht geändert. Auch heute noch guckt er sehr auf die Zahlen und so ist für ihn zum Beispiel ein Video mit 5000 Klicks ein nicht erfolgreiches Video im Vergleich zu seinen anderen Videos. Und manchmal erhofft er sich einfach ein bisschen mehr Klicks, als er eigentlich bekommen hat. Dann haben wir das Exodia-Video. Das hat nicht ganz so den Erfolg gehabt, wie ich gehofft hatte. Doch dies ist natürlich alles noch kein Zeichen, dass einem Geld wichtig ist, da man hier nur lediglich eben auf die Klicks achtet. Doch er selber gibt zu, dass er von YouTube lebt und dementsprechend auf dieses Geld angewiesen ist. Also hat er natürlich ein großes Interesse daran, dass seine Kanäle eben gut laufen. Also, die Frage ist ganz klar mit Ja zu beantworten. Creepfan ist Geldgeil. Aber nicht, weil er zu sehr gierig nach Geld ist, sondern einfach, weil er damit seinen Lebensunterhalt verdient und eben auf dieses Geld angewiesen ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, dieser Punkt ist abgehakt. Dennoch möchte ich hier nochmal auf zwei Beispiele eingehen, wodurch das Ganze deutlich wird. Fangen wir zunächst mit seinem Zweitkanal an. Und ja, ich weiß, den gibt es nicht mehr, aber alles zu seiner Zeit. Öffnete sich einen zweiten Yu-Gi-Oh!-Kanal, auf den in Zukunft Freeplays und Decklisten veröffentlicht werden. Denn er wollte eine Decksammlung schaffen, die sehr lange fortbesteht. Der Kanal wächst und wächst so und lief auch richtig gut. Doch dann am 14. Mai dieses Jahres gab er es bekannt. Dieser Kanal wird geschlossen. Doch was war der Grund? Das Finanzielle, was in seiner Situation natürlich auch logisch ist. Warum sollte man Zeit in einen Kanal stecken, der kaum Geld abwirft, wenn man die gleiche Zeit in ein anderes Projekt stecken kann, was Geld abwirft? Dies ist natürlich logisch, wenn man eben auf das Geld angewiesen ist. Anders wäre es natürlich, wenn es nur ein Hobby wäre. Dort ist man auf das Geld nicht angewiesen, da man seinen Unterhalt eben aus einer anderen Quelle bezieht. Doch warum hat sich der Kanal finanziell nicht gelohnt? Dies will ich einmal aufgeschlüsselt darstellen. Zum Ende hin hat der Kanal 111.000 bis 190.000 Aufrufe im Monat gemacht. Bei diesen Klickzahlen verdient man im Schnitt um die 100 bis 200 Euro. Falls ihr euch fragt, wie man auf diese Zahl kommt, im Schnitt verdient man 1.000 Euro pro 1 Million Views. Dies kann natürlich schwanken, je nachdem wie hoch der CPM ist. Bei diesem Kanal jedoch arbeitet nicht nur Creepfan dran, sondern eben noch 4 weitere Personen. Und deswegen habe ich halt Helfer. Und da gibt es beispielsweise halt die gute Gold-Cookie, die ihr erkennt aus beispielsweise den Case-Openings. Dann haben wir unter anderem Selina, die halt sehr viele Fun-Decks für uns baut für den Replay-Kanal. Wir haben Iron Kachu, der sehr viele coole Sachen gebaut hat, wie beispielsweise Horakti FDK oder was weiß ich, Final Countdown FDK, richtig witzige Decks teilweise. Dann haben wir beispielsweise Holy Nacho, der sehr gerne Themendecks für uns baut. Und diese müssen natürlich auch bezahlt werden. Also, wenn man einen guten Monat hat, bekommt jeder um die 40 Euro. Also hat Creep am Ende des Monats selber 40 Euro bekommen für diesen Kanal. Jedoch muss er selber täglich 1,5 bis 2 Stunden in diesen Kanal stecken, damit dieser überhaupt funktioniert bzw. eben läuft und jeden Tag ein Video kommt. Das heißt, bei 30 Tagen muss er um die 45 Stunden Arbeitsaufwand in diesen Kanal stecken. Und wenn jetzt der Kanal viele Aufrufe in diesem Monat gemacht hat, dann hat er gerade mal gerundet einen Stundenlohn von 90 Cent. Und mal ganz ehrlich, das ist alles andere als wirtschaftlich. Und da er auf das Geld angewiesen ist, ist natürlich klar, dass er eben dementsprechend diesen Kanal runtergenommen hat. Dies ist nicht das einzige Beispiel, wo er des Geldes wegen etwas geändert hat.
Ihr wisst ja bereits, dass er einen Pokémon-Kanal hat. Und als der Pokémon-Kanal angefangen hat, mehr Aufrufe zu generieren als der Yu-Gi-Oh!-Kanal, hat er angefangen, sich vollkommen auf Pokémon zu konzentrieren. Das bedeutet, auf den Yu-Gi-Oh!-Kanal kamen immer weniger Videos, bis später dann einfach gar keine Videos mehr kamen. Weil er sich einfach die Zeit genommen hat, um mehr für Pokémon zu tun, da dies eben einfach wesentlich lukrativer war. So, nachdem wir uns dies alles angeguckt haben, kann man abschließend sagen, ja, Creepfan ist geldgeil, was aber auch völlig normal ist, da er eben auf dieses Geld angewiesen ist. Oder würdet ihr jetzt gerade für weniger Geld arbeiten, als ihr gerade bekommt? Ich denke nicht. So, nachdem dieser Punkt so ausführlich war, kommen wir zum nächsten Punkt, der nicht ganz so ausführlich ist wie dieser Punkt. Ja, dies könnte ein sehr schwieriger Punkt werden, denn wenn ich jetzt sage, dass er seine Videos auf 10 Minuten streckt, müsste ich dies natürlich beweisen. Jedoch brauche ich mir diese Mühe selber nicht machen, denn er hat dazu Folgendes gesagt. Bei sehr kurzen Karten auf so eine Videozeit kommen, 10 Minuten 10. Und das ist jetzt auffällig. Und ja, diese Videozeit ist gestreckt, das sage ich ganz ehrlich. Also ist die Frage ganz klar mit Ja zu beantworten. Er streckt seine Videos. Was aus der finanziellen Sicht natürlich logisch ist. Denn, falls einige es nicht wissen, sobald dein Video 10 Minuten oder länger hat, könnt ihr mehrfach Werbung in dieses Video schalten. Das bedeutet auch automatisch, dass ihr eben mehr mit diesem Video verdient. Also komplett logisch. Übrigens, kleiner Funfact an dieser Stelle, YouTube hat diese Grenze vor kurzem von 10 Minuten auf 8 Minuten gesenkt. Und nachdem er selber es zugegeben hatte, dass er seine Videos gestreckt hat, hat er Folgendes nochmal ganz genau beteuert. Und wenn wir hier von Strecken reden, dann rede ich nicht davon, dass ich irgendwie anderthalb Minuten Videomaterial, das komplett unnötig ist, aus meinen Rippen schneiden. Und wenn ich mir jetzt seine letzten knappen Videos angucke, fällt mir einfach nichts Besonderes auf, womit er das Video aktiv gestreckt hat. Das heißt, es handelt sich immer um sinnvollen Inhalt. Also kann man sagen, ja, er streckt seine Videos auf 10 Minuten. Jedoch füllt das eben nicht mit unnötigen Sachen, was man auch auf keinen Fall tun sollte. Jedoch ist YouTube einem da ja gut entgegengekommen und man muss nicht mehr auf 10 Minuten kommen, sondern eben auf 8 Minuten. Dies ist der Punkt, wo ich mehr auf den Inhalt der Videos eingehen werde. Das bedeutet, wir gucken uns an, was sagt denn seine Videos und stimmt es, was er dort sagt und hat er überhaupt das Spiel Yu-Gi-Oh! Verstanden? Er selber sagt dazu Folgendes. Kein Metaspieler bin. Denn ich bin ja kein Metaspieler, wie ihr wisst. Ich bin casual, mein Kanal ist für Casuals, zumindest zu einem großen Teil. Und dies würde ich auch sofort untermauern. Er geht nicht aktiv auf Turniere oder spielt eben auch nicht die aktuellen Metadecks. Doch was bedeutet das Ganze jetzt für seinen Kanal? Fangen wir erstmal mit den Grundlegenden an. Kann er Yu-Gi-Oh! Spielen? Ja, offensichtlich. Er hat auf seinem Kanal auch bereits mehrere hunderte Duelle, wo man ganz klar sehen kann, dass er das Grundprinzip des Spiels eben deutlich verstanden hat. Doch darüber hinaus, er selber ist kein routinierter Spieler und spielt er eben aus Spaß. Außerdem geht er nicht aktiv auf Turniere. Eben, wie er selber sagt, ein Casual-Spieler. Doch warum wird ihm das als Kritik vorgeworfen? Dafür müssen wir natürlich seine Videos angucken. Zunächst einmal, wenn er natürlich Top-Listen macht oder Boss-Monster erklärt oder allgemein neuen Support oder ähnliches erklärt, braucht man natürlich nicht so viel Wissen und dementsprechend ist es überhaupt nicht entscheidend, ob er eben aktiv auf Turniere geht oder nicht. Für diese Videos braucht man lediglich das Grundverständnis, welches er ja auf jeden Fall besitzt. Doch er macht ja auch noch andere Videos und da muss ich ihn ganz klar kritisieren. Er gibt selber zu, dass er nicht so viel Ahnung bzw. Erfahrung vom Spiel hat, was man für die meisten Fällen seiner Videos auch nicht braucht. Aber dennoch macht er auch Videos, wo man mehr Wissen braucht. Zum Beispiel macht er Videos, wo er eben aufs Meta eingeht oder wo er auch Tipps gibt. Um solche Videos machen zu können, braucht man jedoch ein weiteres Wissen. Das bedeutet, man muss Erfahrung in der Turnierszene gesammelt haben oder eben die Turnierszene kennen oder eben die dementsprechenden Decks. Doch dieses Wissen, gibt er ja selber zu, hat er nicht. Hier einfach nur ein paar Beispiele. Er sagt zur folgenden Karte das hier. Wir starten heute mal mit dem Klassiker und zwar mit der brillanten Fusion und die muss wirklich jeder Spieler kennen. Ich meine, um die Karte kommt keiner drum rum. Das ist eine der bekanntesten Karten aktuell, weil damit kann man einfach jedes Deck spamfähig machen. Und das Ganze klingt auch erstmal logisch. Jedoch wird das Ganze interessant, wenn man die aktuellen Metalisten zu diesem Zeitpunkt anguckt. Es fällt sofort auf, dass niemand diese Karten spielt und das, obwohl sie ja so gut für die Decks sind. Das liegt einfach daran, dass die Predator Plant Engine viel zu handy anfällig ist und diese Engine allgemein viel zu inkonstant ist für die aktuellen Metadecks. Außer in einen FDK Gem Knight Deck und das liegt einfach nur daran, dass diese Karte gespielt wurde, weil eben man die Predator Plant Engine nicht gespielt hat und man die Karte selber direkt suchen konnte. Ja, Deck
Deckout ist so ein Thema. Natürlich hat Deckout schon mal das ein oder andere Duell entschieden. Gerade wenn man zum Beispiel Lichtverpflichtete mit Pot of Desire spielt. Doch er selber sagt dazu Folgendes. Man geht nie Deckout, Leute. Egal ob man Lightspawn spielt, Pot of Desires, Lightspawn mit Pot of Desires, ist vollkommen irrelevant. Ihr werdet nie Deckout gehen. Pot nie hier zu benutzen, ist auf jeden Fall schon mal gewagt. Aber er selber sagt dazu, wenn man perfekt spielt, wird es eben niemals zum Deckout kommen. Dass euer Deck Deckout geht. Das ist absoluter Schwachsinn, das wird nie passieren. Ich habe auf meinem Kanal über 500 Duelle online. Wie oft bin ich Deckout gegangen? Einmal? Ich glaube sogar nie. Ohne Spaß, das passiert einfach nicht. Und ich habe sogar viele Duelle mit Lightspawn gespielt. Also was man nicht erlebt, gibt es nicht, oder wie? Aber jetzt mal ehrlich. Natürlich ist Deckout etwas, was nicht jeden Tag passiert. Aber gerade wenn man zwei Pot of Desires mal aktiviert hat, kommt man dem Deckout schon sehr nah und ist es auf jeden Fall schon mal vorgekommen. Und das Argument, dass man perfekt spielen muss, ist an dieser Stelle einfach falsch. Natürlich kann man selber kontrollieren, ob man dem Deckout näher kommt oder nicht. Aber natürlich spielt man nicht alleine. Es gibt immer einen Gegner, der das eben mit beeinflusst. Kann. Wenn du zum Beispiel versuchst, All-In zu gehen und deinen Gegner zu töten, dann kann es passieren, dass der Gegner eben diesen Angriff oder diese Kombination auskontert und man es eben nicht schafft und dann dementsprechend Deckout geht. Jetzt könnte man ja sagen, ja, dann geh doch nicht All-In. Aber nächsten Zug würde der Gegner einfach dich besiegen. Also musst du All-In gehen in diesem Moment. Dies hat einfach nicht mit schlecht Spielen zu tun oder man hat nicht perfekt gespielt, sondern einfach damit, dass man eben keine andere Wahl hat und eben gezwungen ist, so zu handeln. Also zum Schluss kann man hierzu sagen, natürlich kommt es nicht so oft vor, dass man Deckout geht. Jedoch sollte man eine Deckanzahl immer ein Auge behalten, denn es kann doch schon mal vorkommen. Und das Argument hier zu bringen, dass es einem selber noch nie passiert ist, heißt ja nicht, dass es nicht möglich ist. Hierbei geht es um das Thema, mehr als 40 Karten zu spielen. Er sagt Folgendes. Aber was machst du dann? Du spielst 40 Karten, du kannst nichts kürzen, ja? Das Themendeck ist untergebracht, die Engines auch und... ja, man kann nichts rauswerfen. Dann spiel doch einfach 43 und mach die Ash Blossoms rein. 43 Karten tun keinem weh, wenn man dafür so wichtige Karten noch ergänzen kann. So finale Ergänzungen können unfassbar gut kommen. Sein Argument ist hier auf jeden Fall sehr einfach. Du musst Handtrap spielen, um gewisse Decks aufzuhalten. Jedoch ist hier die Mathematik von entscheidend. Denn es kann natürlich sein, dass dein Deck nicht so gut going second gegen ein gewisses Deck ankommt und du eben Handtraps brauchst, um den Gegner zu interrupten. Jedoch will man natürlich dann diese Handtraps auch in der Starthand sehen, weil sonst bringt es einen ja nicht, dass man sie spielt. Das bedeutet also, die mathematische Wahrscheinlichkeit muss so hoch sein wie möglich. Hier gibt es jetzt folgende Möglichkeiten. Entweder ihr spielt halt immer mehr Handtraps, jedoch kann es sein, dass ihr es halt nicht schafft, bei 40 Karten mehr als 6 Handtraps zu spielen. Hier kann man jetzt in Ausnahmefällen mal 3 mehr spielen, das bedeutet, ihr spielt 43 Karten, um so 9 Handtraps Main zu spielen, um dementsprechend die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ihr mit einer in der Starthand startet. Jedoch das Argument zu bringen, spielt einfach 40 und dann 3 mehr, ist halt einfach nicht richtig, denn mathematisch gesehen bringt es nicht so viel, wenn ihr wirklich Handtraps sehen wollt. Außerdem sagt er zu Handtraps noch Folgendes. Ich meine, ganz ohne Handtraps zu spielen... ist fragwürdig. Jedoch ist diese Aussage einfach falsch. Natürlich gibt es gewisse Decks, die keine Handtraps spielen, wie zum Beispiel To Draco, die übrigens zu dem Zeitpunkt sehr bekannt waren. Hier spielt man keine Handtraps, da man Card of the Mile spielt und eben nicht in eine Handtrap ziehen möchte. Außerdem gibt es noch andere Decks, die zum Beispiel Going Second und Going First besonders gut aufgestellt sind und dementsprechend auch keine Handtraps spielen, um ihre eigene Konstanz nicht zu schwächen. Das Problem dabei ist einfach, dass oft ein falsches Bild vermittelt wird. Es werden hier vermeintliche Tipps erzählt, mit denen man jedoch auf einem echten Turnier eben auf die Nase fällt. Natürlich kann man zu allem ein Video machen. Jedoch sollte man zu den Themen, wo man selber nicht so viel Ahnung hat oder gar keine, eben keine Videos machen. Natürlich kann man sich vorher informieren. Jedoch ist es ein großer Unterschied, 1:1 etwas von jemand anderes zu übernehmen, als es eben selber zu wissen. Leute versuchen von Creepfan zu lernen und laufen so ins offene Messer. Es ist super, dass Creepfan versucht hier den Einstieg für Leute zu erleichtern. Jedoch sollte man sich nicht auf Erfahrung beruhen, die man eben einfach nicht hat. Deswegen meine Bitte an Creepfan. Mach keine Meta-Content und versuch nicht Sachen zu erklären, die du eventuell selber nicht ganz verstehst. Denn lieber nichts sagen als etwas Falsches. Dein Zuschauer kann nicht unterscheiden, ob der YouTuber gerade Ahnung hat oder einfach nur gerade gefährliches Halbwissen erzählt.
Wenn du jedoch weiter so einen Content machen willst, kannst du das natürlich gerne tun. Doch hol dir am besten doch einfach mal einen Gast dazu, um eben dein Wissen auszugleichen. Oder sag gleich zu Beginn, dass du eben selber nur Casual-Spieler bist und nicht so viel Ahnung hast, aber gerne etwas zu diesem Thema sagen möchtest. Dies ist auf jeden Fall der schwierigste Punkt in diesem Video. Ich kann einfach mal zeigen, was ich alles so gefunden habe, denn es fällt auf, dass Creepfan auf drei verschiedene Arten eben auf Kritik eingeht oder eben nicht eingeht. Bei den ersten Kritiker muss ich auf jeden Fall eins zu Beginn erwähnen. Und zwar, er ist eher in die Kategorie Hater einzustufen. Und das ist auch ein großes Problem. Ein Hater kann einen sehr guten Aspekt ansprechen, jedoch warum sollte man auf ihn eingehen, wenn beleidigt wird oder eben Argumente gebracht werden, die einfach keine sind. Aber gucken wir uns einfach mal den Kommentar an. Ich werde ihn hier einblenden, jedoch werde ich nur die relevanten Sachen vorlesen, aber ihr könnt euch ja den ganzen Kommentar auch durchlesen. Zu Beginn sagt er Folgendes. Man kann nicht schlecht reden, was schlecht ist. Wie gesagt, hier ist klar erkennbar, dass er eher Richtung Hater geht. Er nennt hier einfach eine Aussage und nennt gar keine Beispiele. Außerdem habe ich zu Beginn des Videos schon diesen Satz widerlegt, also gehen wir da einfach nicht weiter drauf ein. Doch dann kommt ein ziemlich guter Kritikpunkt, den er jedoch sehr ungünstig ausdrückt. Denn er sagt umgangssprachlich das Gleiche, was ich bereits kritisiert habe, und zwar, dass Formate sich eben totfahren. Jedoch will er dann in gleichen Atemzug ihm unter die Nase drücken, dass er eben bei dem einen Video den Phönix falsch eingestuft hat. Da zeigt sich ganz klar, dass er nicht versucht, sachlich zu argumentieren, sondern einfach immer weiter reindrückt, irgendwas reinballert, ohne Struktur und ohne Sinn. Aber wie geht Creepfan auf das Ganze ein? Naja, er fängt an zu trollen und antwortet darauf Folgendes. Lern Deutsch, dann lese ich deinen Kommentar vielleicht sogar durch. Hier muss ich natürlich eins anbringen. Nur weil jemand einen Rechtschreibfehler in seinem Text hat, heißt es nicht, dass seine Kritik nicht gerechtfertigt ist oder klar nichtig ist. Aber der andere verteidigt sich wie folgt, und zwar er sagt, dass er eine Leserechtschreibschwäche hat. Und hier einen kleinen Einwurf meinerseits. Auch ich habe eine Leserechtschreibschwäche und dennoch kann man, wenn man einen Kommentar schreibt, den vorher in den Duden hauen, um zu gucken, ob da Rechtschreibfehler drin sind. Und vor allen Dingen, man kann wenigstens versuchen, Satzzeichen zu setzen, denn hier sind einfach gar keine Satzzeichen und es ist wirklich sehr schwer, hier den Text einfach zu lesen. Doch Creepfan trollt hier weiter und provoziert ihn sogar noch, indem er seinen Text wieder korrigiert. Aber anstatt jetzt hier sachlich weitere Argumente zu bringen, warum man Creepfan kritisieren sollte, antwortet er nur Folgendes. Ich gebe mir mehr Mühe als du mit einigen deiner Videos. Er versucht hier einfach ganz klar Creepfan schlecht zu stellen und nennt eben gar keine Beispiele. Ja, welche Videos meinst du denn überhaupt? Nenn doch mal Beispiele und nicht einfach irgendwelche Sachen. Hier ist auf jeden Fall klar erkennbar, dass eben eher in die Stufe eher Hater einzustufen ist. Aber dennoch hatte er einen guten Punkt hier angesprochen und Creepfan reagiert hier einfach mit Troll bzw. Provokation. Die zweite Art ist sehr schnell erklärt. Es kam zu einem Video sehr viele Fragen und allgemein Kommentare zu einem gewissen Thema. Daraufhin hat er ein komplettes Antwortvideo gemacht, in dem er auf diverse Fragen und Kommentare eingegangen ist. Das Video ist auch in den Quellen verlinkt, könnt ihr halt wie gesagt einfach mal angucken. Dort geht er eben auf diverses komplett ein. Ebenfalls geht er manchmal auf Kommentare ein und lässt dann halt Teilaspekte aus. Aber ich meine, man kann ja nicht auf alles eingehen in einem Video, sonst würde das Video so lang werden wie dieses hier. Das war die zweite Art, kommen wir nun zur dritten Art. Kommen wir zum letzten Beispiel. Und hier hat ein Fan Folgendes geschrieben. Trotzdem hättest du mal eine Ansage machen können oder wenigstens ein Video hochladen können oder so. Auf deinem Pokémon-Kanal klappt es ja auch. Aber deine jahrelangen treuen Abonnenten einfach nichts mehr zu bieten, ist nicht korrekt. Klar, dein Pokémon-Kanal wächst sehr schnell und generiert mehr Traffic, Kommentare dazu, aber vergiss nicht, deine Supporter seit der ersten Stunde. Hier fühlt sich ein Fan auf jeden Fall vernachlässigt. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, ich habe ja bereits gesagt, dass Creepfan eine Pause gemacht hat, beziehungsweise immer weniger Videos gemacht hat und dann einfach gar keine Yu-Gi-Oh! Videos mehr. Und hier kritisiert er eben das Ganze und zeigt sogar noch Verständnis, weil er weiß, dass der Pokémon-Kanal eben sehr gut läuft. Kleiner Fun-Fact hier am Rande, er ist übrigens ein Zuschauer, der schon länger dabei ist und nicht nur irgendein Hater oder so, sondern er schreibt auch aktiv bei ihm Kommentare und freut sich über seinen Content. Also hier eher einfach eine ganz normale Kritik als Hate. Doch was antwortet Creepfan? Er antwortet darauf folgendes. Ansprüche machen wollen an einen Content-Creator, der kostenlos abliefert, ist ja wohl die Endstufe der Frechheit. Und dann auch noch dämliche Vorwürfe einzustreuen. Einfach ekelhaft. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie sowas zustande gekommen ist. Auf jeden Fall fällt auf, dass er hier alle Kritikpunkte einfach komplett ignoriert hat und dass er ihn auch noch beleidigt hat, indem er gesagt hat, dass es eine Frechheit sei und er dämliche Vorwürfe anbringt.
es gibt auf jeden Fall Argumente, die dafür sprechen und auch Sachen, die dagegen sprechen, dass er kritikunfähig ist. Was jetzt jedoch mehr Gewicht hat, kann ich hier objektiv nicht bewerten. Ob er jetzt kritikunfähig ist oder nicht, muss auf jeden Fall jeder für sich entscheiden. Eins kann man auf jeden Fall sagen, ihn zu unterstellen, dass er nie auf Kritik eingeht, ist einfach falsch. Kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich an CreepFan habe. Aber alles Schritt für Schritt. Die Community ist das wichtigste bzw. Herzstück des Kanals. Denn durch sie kommen die ganzen Aufrufe, die Likes, Dislikes und Kommentare. Also die Community ist sehr, sehr wichtig. Genau deswegen sollte man sie auch eben gut behandeln, da man eben ihr alles zu verdanken hat. Und auch sogar das Geld. Denn durch die Aufrufe kommt ja auch das Geld. Aber die Community hält einen manchmal auch den Spiegel vors Gesicht. Das hilft einem natürlich auf jeden Fall, sich besser zu entwickeln und sich selbst zu reflektieren. Also, die Community ist auf jeden Fall sehr wichtig und man sollte sie auf jeden Fall gut behandeln. Doch wie ist das Ganze bei CreepFan? Natürlich weiß er auch, dass er ohne die Community nicht da wäre, wo er heute ist. Dennoch hat er in der Vergangenheit einige Male gezeigt, dass er nicht so viel Wert auf seine Community legt, beziehungsweise hat diese eben schlecht behandelt. Und das werde ich jetzt in den folgenden Beispiel einmal zeigen. Fangen wir mit dem Kommentar von ihm. Ein Zuschauer hatte sich mit einer Kritik an CreepFan gewendet und er hatte folgendes eben geantwortet. Ansprüche machen wollen an einen Content Creator, der kostenlos abliefert, ist ja wohl die Endstufe der Frechheit. Und dann auch noch dämliche Vorwürfe einzustreuen. Einfach ekelhaft. So ein Verhalten ist einfach nicht fair dem Zuschauer gegenüber. Außerdem möchte CreepFan selber ja auch nicht beleidigt werden, also sollte er auch nicht seine Zuschauer beleidigen. Bei diesem Beispiel gucken wir uns seinen Zweitkanal an, beziehungsweise seinen Replay-Kanal an. Der wurde ja aus finanziellen Gründen geschlossen, was ja auch vollkommen verständlich war. Jedoch hat dieser auch eine große Community aufgebaut und hatte natürlich auch Helfer. Doch was wird aus diesem Kanal, beziehungsweise wurde aus diesem Kanal und seinen Videos? Zu den Videos sagt er folgendes. Das Ding ist halt, diese Videos hier haben nicht irgendwie einen nostalgischen Faktor oder... Hier ist keiner mit aufgewachsen, wie auch immer. Außerdem sagt er weiter. Die Videos hätten keinerlei Mehrwert mehr. Von daher macht es keinen Sinn, die auf Krampf jetzt alle online zu lassen. Also kommt er zum folgenden Entschluss, dass er die Videos eben löscht. Doch hier muss ich jedoch eine Sache anmerken. Denn damit hat er seine eigene Grundidee des Kanals über Bord geworfen. Denn er hat selber zur Grundidee folgendes gesagt. Ich hoffe mal, das wird eine sehr umfangreiche Decksammlung, die noch lange Zeit lang fortbestehen wird. Außerdem könnte man natürlich einfach alle Videos ungelistet machen und in eine Playlist packen. So könnte jeder diese Videos noch nachgucken. Aber so eine Playlist gibt es nicht. Ob die Videos jetzt wirklich gelöscht worden sind oder einfach nur auf privat gestellt sind, kann ich hier leider nicht feststellen. Aber warum muss er überhaupt alle Videos runternehmen? Was ist der Grund dafür? Er sagt dazu folgendes. Wenn der Kanal hier nicht einstampfen möchte, kann ich entweder hier raus quasi meinen Live-Kanal machen, wo die Livestream-Highlights quasi kommen, wenn ich jetzt regelmäßig streame. Und dass die aktuelle Community dieses Kanals das nicht ganz so gut finden wird, ist ihm durchaus bewusst und sagt deshalb dies hier. Wie gesagt, ich bin jetzt gar nicht sauer, wenn 8000 Leute jetzt von heute auf morgen deabonnieren, das ist mir ziemlich egal. Und natürlich sind das sehr harte Worte an die treue Community. Doch warum macht er nicht einfach einen neuen Kanal auf? Die Frage ist ganz leicht zu beantworten, wegen dem Finanziellen. Das Ding ist nur, um einen Kanal wirklich bereit zu machen, um YouTuber zu sein mit Monetarisierung etc., braucht man mittlerweile mehrere Monate. Hier als kleine Info, man kann mit einem YouTube-Kanal erst Geld verdienen, wenn man 1000 Abonnenten erreicht hat und wenn man eine Watchtime von 40.000 Stunden hat. Dies ist natürlich ganz klein Argument dafür, dass er eben geldgeil ist. Aber zusätzlich zeigt es auch, dass er seine Community nicht ganz so gut behandelt. Doch nicht nur, dass er damit der aktuellen Community zeigt, wo die Tür ist. Nein, genauso einen Kanal, wie dieser hier werden soll, gibt es bereits. Nur dieser hat eben keine 1000 Abonnenten und eben nicht die nötige Watchtime, um die Videos zu monetarisieren. Doch jetzt könnte man sagen, ja, ist ja schade, dass der Kanal umbenannt wurde und dass die Videos alle runtergenommen wurden. Aber der Stream-Highlight-Kanal wird sicher super laufen. Und das ist das Traurigste. Bis heute ist dieser Kanal tot. Und selbst der Kanalbanner wurde bis heute noch nicht ausgetauscht. Einfach sehr schade für die Community dieses Kanals und natürlich auch für die Helfer, die so viel Zeit in diesen Kanal gesteckt haben. Kommen wir zum nächsten Beispiel. CreepFan hat in der Vergangenheit immer Real Talk Videos gemacht.
oder Abo-Videos gemacht, wo er eben auf den aktuellen Stand eingeht oder eben sagt, was in Zukunft so alles passieren wird bzw. was sich geändert hat. Doch dann, als Pokémon besser lief, kamen ja von heute auf morgen einfach keine Videos mehr. Beziehungsweise erst kamen unregelmäßige Videos, bis es komplett abriss und einfach gar keine Videos mehr kamen. Doch warum? Dies begründete er dann 2 Monate später in der Community-Funktion. Und jetzt versteht man die Kritik von den Kommentarforen auf jeden Fall viel besser. Man hätte hier einfach mal ein Video machen können und sagen können, was Sache ist. Ich meine, so ein Video ist nicht groß aufwendig. Natürlich ist er nicht verpflichtet, dies zu tun, aber es wäre für seine Community einfach sehr schön gewesen. Denn man kann auch nicht verlangen, dass die gesamte Community einen auf allen Social-Media-Kanälen verfolgt oder eben alle Kanäle abonniert hat. Einfach hier ein kurzes Video hätte gereicht. So wie er es bereits in der Vergangenheit getan hat. Doch hier hat er sich einfach entschieden, keins zu machen. Und wo wir gerade bei der Pause sind. Creepfan hat wie gesagt lange nichts hochgeladen und hat dann wieder angefangen, doch wieder Yu-Gi-Oh! Videos hochzuladen. Doch anstatt wie in der Vergangenheit einfach ein Real Talk Video zu machen, hat er einfach ein ganz normales Video hochgeladen, in dem er am Ende vom Video ein paar Minuten darüber redet, wie es in Zukunft weitergeht. Mal ehrlich, als ob jetzt jeder in Community mitbekommen hat, wie das in Zukunft ablaufen wird. Nicht jeder hat dieses Video bis zum Ende geguckt oder gar raufgeklickt. Ich meine, weder im Titel noch im Thumbnail ist erkenntlich, dass überhaupt dieses Thema angesprochen wird. Ich meine, wer so viel verlangt, einfach ein Real Talk Video zu machen und dort eben die Community aufzuklären, wie die Zukunft dieses Kanals aussieht. Ich meine, früher wurde sowas auch immer gemacht, aber dieses Mal will man die Community einfach nicht aufklären. Ich finde sowas einfach mega schade, gerade weil er es früher immer gemacht hat. Kommen wir zum nächsten Beispiel, wo ich gar nicht so viel zu sagen kann. Er selber hat ja bereits zugegeben, dass er seine Videos auf 10 Minuten streckt, um eben mehrfach Werbung schalten zu können. Doch wie viel Werbung schaltet er eigentlich? Er sagt dazu selber Folgendes. Ich schalte ja auch nicht irgendwie 10-mal Werbung oder so. Ich schalte bei einem 10-Minuten-Video 2-mal Werbung. Bei langen Videos mache ich 3-mal Werbung, so wie jeder andere auf dieser Plattform auch. Aber ich denke mal, das ist auch gerechtfertigt, weil irgendwie muss ein YouTuber halt auch Geld verdienen. So, das ist seine Aussage. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt einfach eiskalt gelogen. Selbst bei diesem Video selber hat er öfters Werbung geschaltet. Und allgemein schaltet er sehr gerne Werbung auf seine Videos. Es ist dabei egal, ob man ein Video nimmt aus der Vergangenheit oder gerade eins der aktuellen Videos nimmt. Er schaltet sehr gerne sehr oft Werbung. Was also ganz klar heißt, ja, er hat uns hier einfach eiskalt angelogen. Kommen wir zum letzten Beispiel. Hierbei konzentrieren wir uns auf Patreon. Zunächst einmal, dass ein YouTuber einen Patreon-Account hat, ist nichts Besonderes. Hierbei hat man einfach eine zusätzliche Einnahmequelle, um sich eben unabhängiger von YouTube bzw. den YouTube-Einnahmen zu machen. Er selber hat auch bereits schon öfters Werbung in Videos für diesen Patreon-Account gemacht und blendet am Ende seiner Videos immer Patreon ein. Soweit nichts Besonderes. Doch warum erwähne ich das Ganze hier? Sein größter Patreon-Aufruf war, als er angekündigt hatte, dass er studiert. Denn er hatte ein großes Problem. Das Geld alleine reichte nicht, um davon leben zu können. Aber er wollte neben des Studiums noch weiter YouTube-Videos machen. Also gab es folgende Lösung. Entweder hat er sich einen Job gesucht, um eben halt genug Geld zu verdienen, oder er hätte durch YouTube mehr verdienen müssen. Da er, wenn er einen Job angenommen hätte, nicht mehr genug Zeit gehabt hätte, um die ganzen Videos zu produzieren, war es klar, dass diese Option sofort wegfällt. Also hat er seine Zuschauer gebeten, dass sie dementsprechend für ihn spenden würden, damit er eben genug Geld hat, um Studium und YouTube zu vereinbaren. Doch anstatt dieses Video jetzt eine Woche vor Studiumbeginn zu machen oder vielleicht einen Monat, nein, er lädt dieses Video einfach 6 Monate früher hoch. Das bedeutet, obwohl er auf dieses Geld gar nicht angewiesen ist, fragt er bereits nach diesem Geld. Ich meine, wie gesagt, wenn das eine Woche vorher gewesen wäre oder von mir aus noch 2 Monate früher, hätte man es verstanden. Aber er hat hier einfach eiskalt 6 Monate früher das angekündigt und eben das Geld kassiert. Doch das war eigentlich nicht der eigentliche Punkt, den wir uns hier bei Patreon angucken wollten. Bei Patreon ist es völlig normal, dass man verschiedene Tiers anbietet. Das bedeutet halt, dass es verschiedene Stufen gibt, wie man spenden kann. Und für jede Stufe bekommt man auch dementsprechend was zurück. Das ist völlig normal und so hat er es auch gemacht. Doch wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, fällt eins sofort auf. Ja, er hat das Ganze angeboten, jedoch nur 2 Monate.
Danach kam einfach gar nichts mehr. Das bedeutet, er hat hier verschiedene Tiers angeboten, wo man dementsprechend unterschiedliche Gegenleistungen bekommt. Jedoch hat nach 2 Monaten das einfach komplett eingestellt und einfach das Geld weiter kassiert. Das bedeutet, hier hat man einfach nicht das bekommen, was versprochen wurde. Und hierbei reden wir nicht von, ja okay, er hatte einfach mal viel zu tun oder er hatte keine Zeit dafür. Das kann halt mal passieren, das ist ja normal. Aber er hat einfach gar nichts gemacht. Er hat 2 Monate das durchgezogen und danach nie wieder etwas. Und hat einfach die ganze Zeit das Geld einkassiert. Und das ist eigentlich ziemlich dreist, wenn man bedenkt, dass man dafür eigentlich was anbietet. Und noch ein Punkt, der Patreon betrifft. Er selber sagt Folgendes in seinen Videos immer. Und zwar, wenn man auf Patreon ihn donatet, dann sorgt man dafür, dass seine beiden Kanäle so weiterlaufen wie bisher. Mit beiden Kanälen ist hier Pokémon und Yu-Gi-Oh! Gemeint. Das heißt, wenn ihr Patreon ihn unterstützt, dann werden weiterhin Videos auf Pokémon und Yu-Gi-Oh! Kanal kommen. Doch auch dieses Versprechen hatte in der Pause seinen Patreons nicht gegeben. Er hat einfach 2 Monate lang nichts hochgeladen und das, obwohl Leute ihn unterstützt haben, damit eben Videos auf seinen Hauptkanal, also seinen Yu-Gi-Oh! Kanal, kommen. Und hier muss ich auch nochmal auf den Kommentar eingehen, den ich vorhin schon bereits öfters mal eingeblendet habe. Und zwar, er sagt ja selber, dass er kostenlos abliefert, was ja so gesehen dann auch indirekt falsch ist. Denn es gibt einfach gewisse Leute, die eben Geld für diesen Content zahlen, dass eben regelmäßig auf beiden Kanälen Content kommt. Und falls Creepfan jetzt meint, ja okay, das ist aber halt nicht mehr aktuell und Patreon sorgt nicht mehr dafür, dass regelmäßig Videos kommen oder so, oder wenn man spendet bei Patreon, kriegt man inzwischen nichts mehr. Das ist ja auch okay, aber dann klär doch deine Zuschauer auf. Er kassiert schon sehr lange das Geld, ohne irgendetwas zu sagen. Dann mach doch einfach ein Real Talk Video, wie in der Vergangenheit schon öfters, und sag einfach, dass das Ganze eben anders ist und man eben das Geld nur noch spendet, um ihn zu supporten, ohne dass man etwas zurückkriegt. Man wird hier einfach eiskalt im Regen stehen gelassen und kriegt keine Aufklärung und das Geld ist trotzdem weg. Also, was kann man sagen? Wie behandelt Creepfan seine Community? Ich habe, glaube ich, des Öfteren gezeigt, dass ihm seine Community manchmal einfach ziemlich egal ist und dass er ihm Entscheidungen trifft, die eher seiner Community schadet. Dies übrigens ist kein Außersehen. Das sind bewusste Entscheidungen, wo er aktiv wusste, was es bedeutet, wenn er diese Entscheidungen trifft. Ich kritisiere ihn dafür aufs Größte. So geht man einfach nicht mit seiner Community um, der man alles zu verdanken hat. Keiner erwartet viel, aber zumindest Wertschätzung. Also, mein größter Kritikpunkt an Creepfan. Bitte behandle deine Community besser. Ich hoffe, bis hierhin haben alle geguckt und alle haben alles angehört. Was bleibt zusammenfassend noch zu sagen? Ich kritisiere an Creepfan folgende Dinge. Erstens. Bitte bring Formate nicht bis zum Umfallen. Beendige gewisse Formate, bevor sie inhaltlich an Bedeutung komplett verlieren. Und die anderen 2 Punkte, die mir viel wichtiger sind. Zweitens. Mache nur Content, von denen du Ahnung hast. Und drittens. Bitte behandle deine Community besser. Doch was bleibt auch zu sagen? Ich habe ganz klar bewiesen, dass viele Kritikpunkte einfach zu Unrecht gegen Creepfan angebracht werden. Außerdem verpacken einige ihren Hate als Kritik. Kritik jedoch sollte niemals überpauschalisieren und sollte immer sagen, was, warum und wie. Hierbei ist es wichtig, dass ihr immer Beispiele nennt. Wie ich bereits gesagt habe, gibt es einiges, was man an Creepfan kritisieren kann. Jedoch nicht so viel, wie einige behaupten. Creepfan ist ein wichtiger Teil der Community und man kann seine Videos ja langweilig oder uninteressant finden. Aber bedenke bitte, was die Zielgruppe ist. Denn meist bist du einfach nicht die Zielgruppe. Seine Zielgruppe sind Casual-Spieler oder Einsteiger, die vielleicht noch nie auf einem Turnier waren. Wenn ihr die Videos von Creepfan also langweilig oder uninteressant findet, dann guckt sie doch einfach nicht. Denn der größte Hater ist der, der deine Videos nicht guckt.